Hallo und herzlich willkommen, YouTube, zu einer neuen Folge The Upturned. So, kurzer Fakt. Letzte Folge wirkte ein wenig komisch am Ende, weil ich mich auch nicht verabschiedet habe. Das liegt daran, dass ich noch ein Level aufgenommen habe, das Level, was wir jetzt spielen werden, weil mein Aufnahmeprogramm ein Upsi-Dupsi gemacht hat und nur zwei Level aufgenommen hat. Dabei wollte ich drei reinpacken. Und ich sagte sogar noch, ich will noch ein Level machen, damit wir jetzt nicht mehr so viele Parts haben, aber ist okay. Es gibt nicht mehr zu viele Level. Wie dem auch sei, wir werden das Level hier nochmal spielen. Leider kenne ich es schon. Ich werde wahrscheinlich mich trotzdem nochmal erschrecken, aber okay. Fangen wir einfach an. Ich lese weiterhin die Dokumente der Historie, Sir. Und ich muss zugeben, die Zukunft, sie ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich meine, es ist die Vergangenheit, natürlich, für mich. Aber natürlich, für Sie ist es die Vergangenheit, aber für mich ist es die Zukunft. Was ist denn damit? Ich habe ab dahin gelesen, wo ich gestorben bin. Und ich habe gedacht, die Leute würden schon im Weltall reisen. Und jeder würde sagen, er ist hangry. Und sie werden alle Scheiben einschmeißen. Ich bin mir sicher, es wird besser. Es wird doch besser, oder? Die Geschichte hat Auf und Abs. Ja. Ja, ich bin mir sicher, bald werden alle auf Hoverboards im All herumfliegen und werden sich selbst klonen. Oder was auch immer man so im Jahr 2062 tut. Nur mal so am Rande, ich muss dich was fragen. Seitdem wir die Antwort haben, wir haben wahrscheinlich herausgefunden, das Mysterium, das dich getötet hat. Mr. Kid. Ist es die Chance, dass sie bei der globalen Pandemie, nein, Sie wissen schon, Corona und so, gestorben sind? Nein. Nein? Sind Sie sich da absolut sicher? Ich war da noch ein Kind damals. Ja, ich verstehe. Dann geh ich doch zum Lesen. Und was mit unserem Freundschaftsquiz? Die Resultate sind noch in Arbeit. Das Level ist aber cool, was jetzt kommt. Ich öffne die Türen. Willkommen im Upturn Aquarium. Genau, da ich das Level schon kenne, wird hier so ein Guter sitzen. Au. So, wir haben ja auch einige Krähen, aber die lasse ich jetzt mal. Hier liegt ein seltener Fisch, ich nenne ihn einfach den Gubbel Blubbel. Es ist ein sehr realer und echter Fisch. So. Das hier ist Ballin, der Wal. Er liebt Besucher. Besonders, wenn sie was vom Geschenkladen kaufen. Er ist
wirklich lebendig. Glaub mir. So, jetzt muss ich mich noch mal kurz ein bisschen dran erinnern. Also es gab hier eine Menge Vögel auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen dafür. Oh shit. Das sind jetzt sehr viele auf einmal. Hiya! Oh nein. Ha! Hatscha! Hiya! Die dodgen, diese Schweine. Dodge this. Eine Banane, rote Fische. Wussten Sie, dass das Wasser, was wir in den Fischtanks benutzen, rein und klar ist? So rein und klar, dass wir es auch als Trinkwasser benutzen. War vielleicht nicht ganz der Wortschatz, den er da verwendet hat, aber es geht in die Richtung. So, das Ding ist, einer von diesen Hurensöhnen, Entschuldigung für die Wortwahl, wird mir gleich hin auf die Eier gehen. Das spezielle Glas ist von den Aquarien ist unzerstörbar. Das haben Sie bestimmt schon bereits bemerkt. Ja, it is. Ich versuche das Level jetzt ein bisschen schnell zu spielen. Und ich will hier ein bisschen Fortschritt generieren. Genau, er hat uns einfach gerade noch gesagt, dass wir nicht immer in den Schritt müssen. Wir sollen auch einfach die Sachen nutzen, die da vorne liegen. Das ist so ein Föhn ist da. Er ist eine ziemlich starke Verteidigungsanlage. Und ich muss bestätigen, das ist er. Das Ding ist ziemlich neat. Aber die Puppen und so, die machen mir jetzt gerade keine Gedanken. Was mir eher sehr bereitet ist, die Schnecke hier unten. Ihr seht das wieder, die, ja. Mal gut aus. wir holen das da hinten.
hat gesagt, dass es kein öffentlicher Pool ist. Was ich nur bestätigen kann. It is gross. So, wir haben jetzt halt ein kleines Problemchen, denn die Pumpen, die werden uns jetzt folgen. Get wrecked, bitch! Wir holen uns doch so ein Heilpaket. So, der Wal ist weg. So, wir holen uns jetzt noch die Schoki. Junge, Arschloch. Mein Gott. Genau, die Schalter sind oben. So, ich hoffe, die Pumpen sind noch nicht unten, sonst kriege ich jetzt auf den Sack. Na, ich höre sie schon klackern. Die sind schon sehr nah auf jeden Fall. So, und der Trick hier ist, wir nehmen hier so eine Box, werfen das dem Typen hier zu, oder auch nicht, wir nehmen nochmal eine Box, werfen das dem Typen zu, jetzt gehen wir schnell durch, und der wirft es auf uns, oder auch nicht, I guess. Schieb mir den Schmutz hier weg. Ah, es kommt gleich nochmal was, wo ich leider schon weiß, was da kommen wird. Weil der Wal fällt ja nicht umsonst. Da ist der Wal. Junge, Junge, 40 Schaden macht der. Wie ich aber trotzdem so leicht einen Adrenalinschub bekomme, das ich hasse. Ich mag Horrorspiele gar nicht. Und so erschreckende Sachen oder so, oh nein, nein, nein. Gar nicht meins.
Aber ich mag das Spiel, es gefällt mir. Deswegen spiele ich es weiter. Und wegen Shrimp natürlich. Shrimp ist the goat. So, sind Sie okay? Die Lichter sind ausgegangen. Und ich weiß nicht, wo Sie jetzt sind. Ja, mir geht's gut. Ah, großartig. Ich habe mir auch von den historischen Dokumenten gelesen. Und du wirst nicht glauben, was nach 2020 passiert. Naja, du wirst es doch glauben. Weil du hast es ja durchlebt. Aber egal, kommen wir zum Punkt. Nach der Pandemie sind alle Nationen zusammengekommen und haben den Weltfrieden erreicht. Und dann haben sie den Welthunger gestoppt. Und das erst in 2026. Auch die Wissenschaft hat Durchbrüche gemacht. Quantentechnologie. Und sie haben den ersten menschlichen Teleporter erfunden. Aber die brauchen das nicht einmal, weil jeder in einem Helikopter nun herumfliegt. Und das nur aus Spaß. Es steht hier, der berühmte Erfinder Nidmail Heldentooth defeats traffic by making fusion powered. Ja, ich weiß nicht, was er damit. Er hat irgendwas erfunden, dass jeder jetzt so ein Heli rumfliegen kann. Kostengünstig und so. Soll ich bloß anfangen? Soll ich wieder zurück zum Anfang? Hier ist nur eine Fußnote auf dem ganz unten auf der letzten Seite. Aber das wusste ich schon bereits, Sir. Ich habe eine Idee über Ihr Mysterium. Die Dokumente sagen etwas über ein paar, Chopper-related Fatalities. Also ein wahrscheinlich ein Helikopter-relevanter Unfall. Falls das mit Chopper gemeint ist. Außer er meint mit Chopper so ein Motorrad halt. Glaubst du, dass du einer dieser Unglücklichen gewesen bist? Dass du durchtrennt wurdest bei einem Helikopter, bei einer Helikopterklinge. Achso, okay, doch das. Ich bin zu Hause gestorben. Oh, dieses Detail habe ich vergessen. Verzeihen Sie mir. Ja, das ist richtig. Ja, ich glaube, Helikopter können nicht in Gebäude passen. Ich werde Sie wieder anrufen, wenn ich etwas Neues herausgefunden habe. Übrigens, ich sehe eine Menge an Aktivitäten in diesem Flur. Ich würde Ihnen empfehlen, diesen Hut fest anzuschnallen und Ihre Gelenke aufzulockern. Passen Sie auf sich auf. Alles klar, ich habe meine Box. Und der Hut, der wurde mit Sekundenkleber festgeklebt. Ich meine, guck dich diesen goofy ass Arm an. Ich öffne die Tür. Oh no. Junge, schon direkt ein Mannequin sehen ist ja so ass.
So kocht man aber nicht. Ei! Warte. Hier, du hast es doch eben so schön gehämmert. Jetzt hämmert es dich. Komm raus! Komm raus! Dem scheiß Teller habe ich ihn abgeworfen. Eat shit. Eat shit. Oh. Ah, diese gruseligen Käfige. Ist hier keine Schoki? Hier. Ein sehr hübsches Bild. Mit Hüten auf. Ich kenne diesen Film. Der heißt Ich fick dich. Da ist noch so ein Hut. Ist das ein Rätsel? Ist das ein Rätsel mit den Bildern? Links TV? Mitte Vase? Oh nein, Leute, das geht auch. Oh nein. Okay, so ein Medi wäre jetzt mal ganz cool. Eine bekommt ein Auszeug. Au! Böse. Ey, ich sag da aus! Unglaublich. Das nochmal das Bild mit dem TV. Nein. Ich wusste es. Och nein. Jetzt werde ich die ganze Runde lang von Puppen gechased. Och nein. Es gab einen Grund, warum ich den Fernseher jetzt mitnehme. Und zwar gibt es einen Erfolg. Nein. Wenn wir den Fernseher in den Fahrstuhl mitnehmen. Muss der an sein? Tatsächlich. Aber wir waren da noch nicht fertig, glaube ich.
Oh doch. Piss dich, ihr Ficker. Mehr Jacks. Rechts Käfig. Ist das eine Vase in der Vase? Nee. Irgendwas kommt doch hier gleich. Bombas. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse dich und du stinkst. Schöne Teile, die du hast. Kein Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Aber wie kriegen wir den Schalter an? Arschloch. Oi. Wo kommt ihr denn jetzt her? Sagt nicht, ihr seid die von unten. Alter, ich hasse diese Dinger so sehr. Okay. Irgendwo müsste hier ein Schalter gewesen sein. Bumm gemacht. Oh! Ein Entchen? Wir brauchen den Key. Ich verstehe es nicht. Was soll ich hier tun? Er hat mein Medipack geklaut. Hä? I don't get it.
ich irgendwas verpasst? Oh, gonna swing. Okay, das macht Sinn. Rechts war Käfig. Oder? Links war Käfig? Aber nicht so ein. Rechts war, also links war Hut. Rechts war. Mitte war Lampe oder so? Ja, kommt mal runter, ihr Arschficker. Mitte war Vase oder sowas, ne? Habe ich nicht beide Bilder da reingeworfen? Nee. Links TV. Rechts Käfig. Die Mitte. Was war in der Mitte? Ich hatte doch vorhin. War das die Vase? Ich hatte doch irgendwo zwei. Ich habe doch irgendwo zwei Gemälde reingeballert, oder nicht? Hier, ne? Ja, genau. Mitte ist so eine kleine Vase. Hast du eine Vase, Brudi? Hier ist eine. Lass schon mal kurz durch hier. Ah, okay, das. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Die Fuse sollte in dem verschlossenen Raum oben sein. Was du nicht sagst. In dem Raum hast du dem diese ganzen gruseligen Geräusche. Oh! Nein, Mr. Ballin! Ja, glaubst du, ich will Mr. Ballen? Nein, mach dich ab. Ich nehme alles wieder zurück! Ich nehme alles wieder zurück! Schon das, Mr. Ballen! Und er ist Hangi! Uiuiui! Mein Herz! Kommen wir jetzt mal wieder ein cooles, entspanntes Level haben. Eieiei. Absolut demoliert wurden wir. Aber wir haben alle Chocolate Bars. Ey, wenn diese Bonusflure dieselben Level sind, nur ein bisschen anders oder schwerer, dann alter Schwede.
ein Ding nehmen wir noch auf. Also ein ein Level gucken wir. Oh shit, gucken wir uns jetzt noch an und dann 381. Opening the S'mores. Dann öffne mal die S'mores. Oh, and the doors. Oh. Was sind die S'mores? Medipack mag ich nicht. Oh. Oh Gott, damn it. Arschloch. Ich liefere gerade keine 1er-Performance ab, das gebe ich zu. Du willst das? Fix das, mein Freund. Nein, 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 nein. Alter Schwede. Ich bin gerade nicht gut darin. Ich bin sogar sehr schlecht darin, muss ich sagen. Nein. Willkommen zu der Glass Factory. Das ist genau. Wir machen alles, das ganze glänzende Glas hier bei uns. Nein. No stack. Warum? Im Ernst, die chasen mich auch, diese Ficker. Was meint ihr mit No Stack? Das ging anders da gar nicht. Wir ballen. Oh ja. Bomba! Holy shit! Nimm dies und das, du Schwein. Du hast meinen Vater getötet. Nun bist du das Tolles. Hey. Aufgeräumt haben wir ja. Noch ein Nachzügler, hä? Was willst du bekannt mit der Heizung machen? Genau. Was kommt jetzt hier für ein Albtraum raus?
Ja. Nein. Oh. Ich will nicht sterben. Uiuiui. Kriege ich jetzt auch vielleicht wieder ein Medi? Da. Oh, Gott sei Dank. So, was wird jetzt auf meinem Runback auftauchen? Ja. Na, der Wal wieder. Noch mehr? Irgendwas? Arschloch. Er bewegt sich die ganze Zeit nicht. Und jetzt, wo ich näher komme, greift er mich an. Du dummes Stück. Leck mich am Arsch. Leck mich so am Arsch, ihr Scheißviecher. Ja, und ihr mit eurer Fick-Sahne, geht weg. Gib mir den Gabelstapler. Der Gabelstapler scheint mir der Richtige für die Aufgabe zu sein. Nein, nimm den Gabelstapler. Kriege ich jetzt meinen Gabelstapler wieder?
Was ist hier? Klingt wie Schokolade. Sir, haben Sie den Powerplug gefunden? Er ist genau hier. Oh, gut. Dann beeilen Sie sich zum Fahrstuhl. Ich... I just saw three pops of lightning outside and the whole place shock. Ich glaube, es hat mit dem Gewitter zu tun. Aber ich weiß nicht so genau, was Sie mir jetzt damit sagen wollen. Oh. Ich geht's dir gut? Da ist die Schoki. Schoki Schmucki. Nein, ich hasse dieses Spiel. Shrimp! Hallo. Hast du die? Oh. Hast du die so zugerichtet? Bist du hier, um mir zu helfen? Das ist aber lieb von dir, Shrimp. Weißt du noch, wo wir hin müssen, Shrimp? Guck mal, Shrimp. Ja. Na los, hol's. Wollen wir das mit dem Kopf machen? Ja, die doofen Stinky Puppies, hm? Die doofen Stinky Puppies. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht lang. Wir nehmen das Bein mit, okay? Da. Dann gucken wir, wo wir hin müssen. Ja, ich bin gerade absolut orientierungslos. Hast du bloß das Bein, Shrimp? Holst du auch den Arm? Ja. Baby. Du das? Danke. So ein Feini, ja. So ein Baby. Oh, nein, nein, Shrimp, es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Da. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich habe nur das falsche Item gegriffen. Da. Weg damit. Komm mit. Ja. Nein! Ich muss wieder draußen warten. Okay. Shrimp ist übelst strong, I guess. Und ich glaube, das kann jetzt auch zu einem Verhängnis werden. Allerdings war es das erstmal für heute hier. Bei Floor 800. Okay. Vorher stand aber Floor X. Okay. Das war's mit The Upturn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr süße Sahneschnitten.